Heute bei Stimmt diskutieren wir über den Besuch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser beim CSD in Frankfurt. Ist es okay, dort Wahlkampf zu machen, wo Polizisten beschimpft werden? Dazu spreche ich gleich auch mit dem Chef der Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggerz. Europa ächzt unter der Hitze. Bis zu 48 Grad werden laut Tagesschau in Sizilien erwartet. Ob das so stimmt und über die überhitzte Rhetorik müssen wir reden. Und ob Eisessen im Freien eventuell zu obszön ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, Ihrem Nachrichtentalk. Freuen Sie sich auch heute wieder auf eine spannende Diskussion über die Themen des Tages hier an unserem Politikstammtisch. Heute sind zu Gast von links nach rechts der ehemalige Umweltsenator Hamburgs Fritz Farnhold. Autorin Ulrike Stockmann und Rhetorikexperte Michael Ehlers ist wieder bei uns. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Sebastian Vorbach und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bundesinnenministerin Nancy Faeser besuchte den CSD in Frankfurt. Es ist Wahlkampf und die Ministerin auf Stimmenfang für den 8. Oktober. Soweit so gut. Brisant auf dem CSD haben einige nicht nur für mehr Vielfalt und Toleranz, sondern klar gegen die Polizei demonstriert. Das kann man auch auf vielen Fotos sehen. Ein Polizeiwagen in Progressive Flag Branding wurde sogar angegriffen. Herr Farnhold, als Politiker, war es klug, Ihrer Meinung nach, auf den CSD zu gehen, vor allen Dingen als Innenministerin, wenn ja, hier gegen Polizisten muss ich schon fragen, wer Frau Faeser berät, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei den Wählerschichten, die eigentlich die Sozialdemokraten ansprechen wollen, gut ankommt, wenn man sich sozusagen an einer Demonstration beteiligt, die klar polizeifeindlich ist. Und das als Innenministerin, das wird eher am Ende der SPD geschadet haben. Denn ich glaube, das mit Randgruppen bedienen wird auch Frau Faeser niemals Ministerpräsidentin in Hessen. Aber es waren 60.000 dort. Kann man sich während eines Wahlkampfes eine Veranstaltung mit 60.000 Leuten entgehen lassen? Vor allen Dingen, wenn es darum geht, von den Grünen vielleicht noch ein paar Stimmen abzuholen? Ja, das kann man ja machen. Man kommt auch so, wie man jetzt heute Abend ja sieht, ins Fernsehen. Aber die Frage ist ja am Ende, wie machen die Wähler dann ihre Stimme in der Kabine? Und da muss ich einfach sagen, das war kontraproduktiv. Aber wenn die SPD glaubt, sie könnte sich mit Randgruppen an die Macht bringen, gerne, dann wollen wir abwarten, wie das Ergebnis ausgeht. Frau Stockmann, sehen Sie das auch so? Das ist nur Bedienen oder ein Knicks machen vor Randgruppen, wenn man auf den CSD geht in Frankfurt? Ich wüsste nicht, was es in ihrer öffentlichen Eigenschaft anderes sein soll. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Eindruck, dass Nancy Faeser überhaupt gar kein Verständnis von dem Amt hat, das sie bekleidet. Also ich finde, es ist schon mal ein... Dem Amt Innenministerin. Dem Amt als Innenministerin. Genau, als Bundesinnenministerin. Ich finde, es ist ein Unding, dass eine Bundesinnenministerin, während sie dieses Amt innehat, gleichzeitig in Hessen zur Landtagswahl kandidiert. Das beweist doch eindeutig, dass ihr derzeitiges Amt nicht besonders viel bedeutet. Also ich finde, allein das spricht schon Bände. Und dann, also natürlich kann sie auf den CSD gehen. Ich finde nur einerseits, wenn sie dorthin geht, um auf Stimmenfang zu gehen, dann ist das schon ein sehr abgekartetes Spiel, was nicht unbedingt für Authentizität spricht. Und dann ist es natürlich so, sie als oberste Landesherrin der Polizei, wenn sie dort Zeugin wird von Beschimpfungen gegenüber der Polizei oder von Gewaltandrohungen gegenüber der Polizei oder sogar von Gewalt gegenüber einem Polizeiwagen, dann muss sie sich ganz eindeutig dagegen positionieren und zwar nicht einfach nur irgendwie halbherzig, sondern dann muss sie mal eine Grundsatzerklärung über die Stellung der Polizei in dieser Gesellschaft von sich geben. Das wäre das Mindeste, was ich erwarten würde. Herr Ehlers, sehen Sie den Auftritt von Frau Faeser auch kritisch bei dem Event? Grundsätzlich finde ich es immer sehr gut, wenn eine Bundesinnenministerin oder überhaupt ein Minister zum Volk geht und mit dem Volk spricht. Hier haben wir es mit einer Bubble zu tun, die ein Thema vertritt, das einfach auch gesellschaftlich relevant ist.
Mir ist bisher nicht bekannt, dass auf CSDs irgendwelche Gewalt gegen Polizeifahrzeuge stattgefunden hat. Wenn das hier stattgefunden hat, ist es Hat auch die Polizei bestätigt. Wir haben einen Tweet der Polizei. In Höhe des Eschenheimer Tors wurde auf unser Streifenwagen als Teilnehmer des Aufzugs von einzelnen Teilnehmenden aus dem Aufzug heraus angegriffen. Um einen weiteren störungsfreien Verlauf zu gewährleisten, haben wir den Streifenwagen aus der Demo entfernt. Ja, das ist eine Katastrophe, spricht natürlich auch nicht für die, die das getan haben. In diesem Fall ist natürlich wichtig, dass die oberste Vorgesetzte der Polizei sofort Stellung bezieht und klipp und klar sagt, dass hier eine Grenze überschritten ist und das darf nicht passieren. Wenn sie vor Ort ist, dann muss sie Stellung beziehen und das ist aus meiner Sicht nicht passiert. Sie hat auch kritisiert, das Angreifen des Polizeiwagens mit den Worten, diejenigen anzugreifen, die ein friedliches und sicheres Fest ermöglichen, ist absolut inakzeptabel. Bisschen wenig dafür, was wir so gesehen haben auf den Fotos von All Cops Are Bastards zu Fight the Police. Wenn ich Mitarbeiter in einem ganz normalen Unternehmen wäre und ich würde angegriffen werden und meine direkte Führungskraft würde so agieren, hätte ich mein Vertrauen und meine Führungskraft komplett verloren. Es ist nicht verbindlich genug. Wunderbar, wir können mit jemandem reden, der sozusagen dessen Führungskraft sie ist, nämlich... Mir nun zugeschaltet ist der Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggerz. Schönen guten Abend. Herr Teggerz, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sie haben die Bilder von Nancy Faeser auf dem CSD gesehen. Was geht Ihnen durch den Kopf, vor allen Dingen als Polizist, als einer Ihrer Angestellten, wenn Sie die Fotos sehen, wer dort war, was für Demonstranten dort waren und dass Ihre Chefin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dort mitgefeiert hat? Ja, was geht mir da durch den Kopf, wenn ich welche Demonstration, wenn ich Bilder sehe, wogegen meine Kolleginnen und Kollegen demonstriert wird und das teilweise auch sehr gewaltbereit, dann stellen sich mir die Nackenhaare hoch und dann würde ich erwarten, von jeder Polizeiführung im Übrigen, sich sofort vor die Kolleginnen und Kollegen zu stellen und klarzumachen, dass die Polizei in Deutschland immer noch der Wächter des Rechtsstaats ist. Denn das, glaube ich, geht in dieser Gesellschaft langsam so ein bisschen unter. Als ich dann sah, dass sich auch noch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sozusagen solidarisiert mit diesen Gewalttätern gegen die Polizei, ohne das eben gleich klarzustellen, dass sie sich distanziert, das kann man zweifelsohne auch als Solidarisierung werten. Da war ich ehrlich gesagt mehr als fassungslos. Und ich bin mir sicher, dass jetzt die Letzten in der Polizei, die letzten Polizistinnen und Polizisten, das Vertrauen in ihre Bundesinnenministerin verloren haben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Mitglieder dieser Bundesregierung sich ganz offensichtlich gegen ihre Polizei stellen. Ich erinnere da an die Aussage von Robert Habeck im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung der Klimakleber, wo auf richterliche Anordnung sozusagen Beweise sichergestellt worden sind und werden sollten, um die Ermittlungen zu führen, ob es sich bei dieser letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt. Da hatte Robert Habeck in dem Interview ganz klar von bewaffneten Rollkommandos gesprochen über die Polizei. Er hat sich bis heute nicht dafür entschuldigt. Nancy Faeser hat ja heute wenigstens den Dreizeiler auf Twitter abgesetzt, dass sie sich davon distanziert. Das alles bringt aber das Vertrauen in die Polizei, letztendlich in ihre Behörde, nicht wieder zurück. Dafür ist zu viel Misstrauen geäußert worden. Ihr soll ein neues Disziplinargesetz bekommen, wonach die Behörde selber Beamte aus dem Dienst entfernen kann. Die Bundespolizei soll künftig bei Kontrollen sogenannte Kontrollquittung ausstellen, ganz klar mit dem Hinweis, dass dadurch Racial Profiling verhindert werden soll. Also wir sind da auf einem ganz, ganz, ganz schlechten Weg politisch, innenpolitisch. Und da sollten auch die Oppositionsparteien jetzt im Deutschen Bundestag sich nochmal genau überlegen, ob das so weiter still hingenommen wird, was dort die Bundesregierung gerade im Innenressort veranstaltet, oder ob man da nicht mal offensiv wird und tatsächlich mal die Sinnhaftigkeit des Amtes hinterfragt. Der Wahlkampf ist auch so eine Sache, die für mich völlig unerklärlich ist, wie jemand so ein Amt in einer so brisanten Zeit wie heute einfach so als Halbtagsjob
machen kann. Also für mich unverständlich, steht uns aber nicht zu, als deutsche Polizeigewerkschaft uns da in die politischen Geschicke einzumischen. Für mich ist wichtig, dass ich mich dann wenigstens als Gewerkschaftsvorsitzender hinter meine und vor meine Kolleginnen und Kollegen stellen und solche Zustände offen anspreche. Da waren jetzt mehrere Punkte. Ich halte fest, diejenigen anzugreifen, die ein friedliches und sicheres Fest ermöglichen, ist absolut inakzeptabel, war Ihnen zu wenig als Kritik. Ja, selbstverständlich. Dann halte ich fest, Sie haben gesagt, Entschuldigung? Nee, da gehört schlichtweg mehr zu, als einfach zu sagen, das gehört sich nicht, einen Polizisten anzugreifen. Also das ist einfach zu wenig. Da hätten Konsequenz hätte bedeutet, sie hätte sich noch bei dieser Veranstaltung den nächsten Ü-Wagen geschnappt, das nächste Mikrofon geschnappt und hätte diejenigen, die diese Plakate dort tragen, aufgefordert, die Plakate runterzunehmen mit einer anständigen Begründung. Das wäre konsequent gewesen. Das hätte Eindruck gemacht, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, aber im Nachgang mit dem Dreizeiler zu kommentieren, das hätte sich auch sparen können. Mhm. Sie haben davon gesprochen, dass das Vertrauen weg ist, vor allen Dingen auch bei Ihren Kollegen. Ist eine Ministerin, die das Vertrauen der Polizisten nicht mehr hat, überhaupt noch tragbar? Das muss Politik entscheiden. Das haben die Polizistinnen und Polizisten nicht zu entscheiden. Wir sind sozusagen diejenigen, die dort Tag für Tag unseren gefährlichen Dienst für dieses Land, für diesen Staat leisten, unseren Eid auch auf den Staat geleistet haben, nicht auf die Politik. Und deshalb sage ich ja, ist das Sache im politischen Raum, was diskutiert werden muss, ob ein Fachminister, eine Fachministerin tatsächlich das Fach beherrscht. Denn das hat man ja im Verteidigungsministerium auch gehabt. Das, wie gesagt, ist aber eine Sache, das muss Politik klären, nicht die Polizei und auch nicht die Polizeigewerkschaft. Nancy Faeser befindet sich jetzt im Wahlkampf und möchte Ministerpräsidentin Hessens werden. Haben Sie das Gefühl, dass der Wahlkampf Ihre Tätigkeit als Bundesinnenministerin beeinträchtigt? Naja, also wenn ich mir vorstellen würde, dass ich im Nebenamt irgendwelche staatstragenden Dinge hätte, wüsste ich, dass ich mich nicht zu 100% auf meine eigentliche Aufgabe konzentrieren kann. Also Frau Ministerin ist Bundesinnenministerin. Sie ist sozusagen die höchste Dienstherrin der Polizeien auf Bundesebene. Und da kann man schon erwarten, dass man diese Art der Tätigkeit dann auch mit voller Hingabe wahrnimmt. Das steht im Übrigen auch im Bundesbeamtengesetz so drin. Und ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen, denen Disziplinarverfahren an die Backe gehauen worden sind, mit der Begründung, sie hätten sich nicht mit voller Hingabe ihrem Beruf gewidmet, weil sie eine Nebentätigkeit wahrgenommen haben, die vom Stundenansatz her ein Fünftel der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit überschritten hat. Also das kann man sich ja selber ausrechnen, wie viel Zeit für so einen Wahlkampf draufgeht und wie viel Zeit im Rahmen einer Nebentätigkeit nach dem Bundesbeamtengesetz eigentlich nur hätte genehmigt werden dürfen. Ist klar, dass sie sich das nicht genehmigen lassen muss. Ich habe es auch nur mal so als Beispiel gebracht, wie dort mit zweierlei Maß gemessen wird. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Teggerz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sehr gerne. Danke. Ja, Herr Farnholz, wir haben da eine Politikerin bzw. eine Bundesinnenministerin, die scheinbar das Vertrauen verloren hat von ihren mehr oder weniger Angestellten. Das ist, muss ich sagen, was Herr Teggerz hier dargestellt hat, ist ein hat schweres Gewicht. Ich glaube, dass die Innenministerin gut daran täte, das auch im Nachhinein nochmal richtig zu stellen. Sonst wird sie, glaube ich, das wird kein guter Wahlkampf. Das wird auch kein guter Ausgang werden. Sie wird jetzt sicher nicht zurücktreten. Nö. Aber wäre das jetzt ein Punkt, um zu sagen, entweder ich fokussiere mich auf den Wahlkampf und probiere Ministerpräsidentin zu werden, oder ich werde Bundesinnenministerin, oder ich bleibe Bundesinnenministerin. Beides. Ja gut, das hat es in der Politik immer schon gegeben. Nicht? Auch der Bundesumweltminister Röttgen hat mal für das Amt des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen kandidiert. Ging nicht so also, gut aus für ihn. Die nicht so gut ausging, ja richtig. Diese Versuche hat es immer gegeben und die Schwierigkeit ist immer tatsächlich, die jetzt auch hier wirklich offenbar wird, dass man den beiden
sage ich mal, Wählergruppen, also dem deutschen Volk und dem hessischen Volk, das Gefühl geben muss, dass man sich voll und ganz für das eine einsetzt. Und das gelingt eben nicht jedem und ihr schon gar nicht. Das Schlimme ist die Beliebigkeit an dem Ganzen. Dass sie sich dort hinstellt, und Herr Teckertz hat es in der Tat gut gesagt, jeder kleine Beamte, der einen Nebenjob macht und ein Fünftel der Arbeitszeit dort hineinsteckt, der kriegt ein Problem und ein Disziplinarverfahren. Und das größte Vorbild, der oberste Vorgesetzte, der sagt, ach, ich darf mir das leisten und habe hier meinen Nebenjob, in dem ich Wahlkampf betreibe. Und diese Glaubwürdigkeit, die dort verloren geht, an die Institution, die den Beamten tragen soll in diesem schwierigen Dienst, das ist ein Schaden, der ist irreparabel. Ich wollte nur sagen, es ist Postengeschachere und nichts anderes. Und das war ja gerade auch eine sehr schöne Darstellung. Jeder, der einen einigermaßen anspruchsvollen Vollzeitjob hat, könnte niemals nebenher noch etwas anderes machen. Ich glaube, das weiß jeder, der einen anstrengenden Job macht, einen anspruchsvollen Job. Und Nancy Faeser nimmt sich heraus, neben diesem absoluten Top-Job, den sie eigentlich erfüllen soll, noch Wahlkampf für ein ganz anderes Amt zu machen. Und vor allen Dingen, Nancy Faeser ist ja auch dafür bekannt, sie mal geäußert zu haben, man muss sehr genau hinschauen, auf welche Demos man geht, neben wem man dort steht. Denn da könnten womöglich Rechte sein oder Querdenker. Dann braucht man sich nicht wundern, sozusagen mit denen in einen Topf geworfen zu werden. Sie hat auch gesagt, während der Corona-Zeit, als es um Demonstrationsverbote ging, man kann ja auch von zu Hause seine Meinung kundtun. Wie soll ich sagen, das kostet doch auch sehr viel Glaubwürdigkeit. Jemand, der dort die Maßstäbe noch mal viel, viel höher legt als andere Minister, müsste doch dann wirklich Konsequenzen ziehen oder sich besser entschuldigen. Naja, was heißt die Maßstäbe höher legt? Sie hat einfach eine politische Agenda, die sie mit aller Macht durchdrücken will. Also es wird... aber sie scheitert gerade an ihren eigenen Worten, wenn sie sagt, man muss aufpassen, mit wem man auf Veranstaltungen geht. Ja, aber natürlich, das interessiert sie ja gar nicht. Das interessiert sie gar nicht. Sie macht es einfach, weil sie es eben kann oder weil sie glaubt, dass sie es kann. Es interessiert sie, glaube ich, überhaupt nicht, was das, was sie tut und sagt, tatsächlich für Konsequenzen hat. Also Stichwort Corona-Maßnahmen. Ich war ja auf Corona-Demos und wie da die Polizei mit den Demonstranten umgegangen ist, wie Rentner niedergeprügelt wurden oder Wasserwerfer gegen harmlose mittelalte Menschen eingesetzt wurde. Das war wirklich unglaublich. Und es ist heuchlerisch, da erstens mit zweierlei Maß zu messen. Und ansonsten muss ich sagen, geht Nancy Faeser grundsätzlich nicht besonders gut mit denen um, die ihr untergeben sind, so wie es aussieht. Sie hat ja auch vor Monaten ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach Bundesbeamte viel leichter wegen angeblichem Extremismus entlassen werden können. Vorher war es Usus, dass das vor Gericht verhandelt werden muss. Heute kann die zuständige Behörde einfach eine Suspendierung verfügen und die Verhandlung kommt dann später. Also das ist Nancy Faeser. Herr Farnhold, als Politiker, Ex-Politiker. Das ist heute kein Kompliment mehr, Politiker zu sein. Aber mich würde es interessieren, wie viel Gewicht haben da diese Worte, wie ihr müsst aufpassen, mit wem ihr da demonstriert und so weiter, geht nicht auf Demos hin, wo zum Beispiel Querdenker werden. Und dann geht man auf eine Demo hin als Bundesinnenministerin, wo ganz klar gegen Polizei demonstriert wird, wo ganz klar für Gewalt gegen Polizei aufgerufen wird und wo sogar ein Polizeiwagen beschädigt wird. Ja, und dann im Übrigen die Polizei sich zurückzieht. Nicht? Das ist ja, um das nicht eskalieren zu lassen, zieht sich die Polizei in Anwesenheit der Innenministerin zurück. Ja, es war vielleicht auch nicht ganz geschickt. Da muss man schon sagen, das wird Folgen haben. Und Sie haben selber gesagt, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ich meine, die Verfolgung Andersdenkender bei anderen Demonstrationen, da war sie immer schnell mit Vorurteilen bei der Hand und hier hat sie versagt. Und ich glaube, wenn da nicht von ihr selbst ein Pater Peccavi, also ich habe hier einen Fehler gemacht, kommt, dann wird ihr das wie ein Mühlstein im Hals. Also Sie sind sich auch einig mit Herrn Teckertz, das war zu wenig, wie sie sich bis jetzt geäußert hat? Ja, absolut. Ich meine, da muss man ganz deutlich werden. Ich meine, wir wissen ja, dass
das sind ja nicht nur Sprüche, nicht? ACAP, nicht? All Cops are Bastards. Das sind ja auch teilweise mit aggressiven Handlungen gegen Polizei verbundene Randalierer. Und sich dann sozusagen nur noch aus der Affäre zu ziehen, nach dem Motto, ja, es war inakzeptabel. Was ist denn inakzeptabel? Ja? Ich hätte als Innenminister gesagt, die kriegen eine Anzeige, und zwar von mir persönlich. Ja. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Vor allem, sie setzt sich immer gegen die Delegitimierung des Staates ein. Und dann hat sie mal ein Beispiel, wo sie was tun könnte, und dann tut sie nichts. Das ist aber sehr überzeugend. Ja. Wir werden das Ganze weiterhin beobachten und sind gespannt, ob Nancy Faeser noch einmal dazu Stellung nimmt und reagiert. Wir kommen zum nächsten Thema. Bis zu 48 Grad in Südeuropa erwartet. Das war in diversen Medien zu lesen am Wochenende. Spiegel, Bild, selbst die Tagesschau hat das vermeldet, und da hören wir mal rein. Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA rechnet in den nächsten Tagen mit neuen Hitzerekorden. Für die Insel Sizilien werden bis zu 48 Grad im Schatten erwartet. 48 Grad im Schatten. Natürlich hat das auch gleich Ricarda Lang zum Anlass genommen, für ihre Politik zu werben. Dieses Wochenende kommt es im Süden Europas zu Höchsttemperaturen von bis zu 48 Grad. Diese Hitze gefährdet unsere Gesundheit. Wer jetzt noch behauptet, dass man sich beim Klimaschutz Zeit lassen könne, ignoriert die Realität. Zitat Ende. Die 48 Grad kommen von der ESA. Aber es handelt sich dabei nicht um Lufttemperatur, so wie wir es alle erwarten würden, Herr Farnholz, sondern um Bodentemperatur. Ja, und wer schon mal im Sommer die Hand auf den Asphalt gelegt hat, nicht um sich festzukleben, sondern einfach mal die Temperatur zu fühlen, weiß, dass es da locker 50 Grad und mehr werden kann. Das hat ein schwarzer Körper so übrig. Nein, das ist schon ignorant, und ich finde noch viel schlimmer eigentlich der Tweet von Herrn Lauterbach, der mit dem Flugzeug nach Bologna vielleicht aus dem Flugzeug aussteigt. Habe ich auch vorbereitet. Und nämlich dann sagt, hier haben wir heute in Bologna, Italien eingetroffen. Jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Ja. Das ist wirklich schlimm, weil wir wissen, an dem Tag, an dem er dort gelandet ist, war in Bologna 30 Grad, und die folgende Woche ist es auch nicht mehr als 31 Grad geworden. Das ist im Übrigen üblich in Bologna im Juli. Die Durchschnittstemperatur in Bologna beträgt über die letzten 30 Jahre 32 Grad. Also hätte Herr Lauterbach auch sagen können, angenehme Temperatur, nicht ganz so heiß wie sonst, aber er muss ja seinem Ziel Rechnung tragen, den Leuten Angst einzujagen. So wie das bei Corona ja schon gelungen ist, versucht er jetzt sozusagen die Sommerhitze zu nutzen. Wir haben in Deutschland einen warmen Sommer. Ich freue mich über den Sommer. Übrigens freuen sich 15 Millionen Deutsche mit mir, wenn sie fliegen, gerade in diesen Tagen nach Spanien, Mallorca, Sizilien, Athen, wo es also zwischen 35 und 40 Grad ist. Und keiner macht sich da Sorgen darum, dass es ihnen da vielleicht schlechter geht. Aber in Deutschland haben wir eine Hitzeschutzplanung vor. Es wird versucht, das, was bei Corona gelungen ist, das Volk in Angst zu jagen, jetzt auf dem Klimathema wieder zu befördern. Wir wissen alle, es gibt mehr Kältetote als Hitzetote. Das ist schon immer so. Über Kältetote haben wir uns noch nie unterhalten in Deutschland. Aber es passt in das Narrativ dieser Bundesregierung. Und das Schlimme ist ja eigentlich, dass man die wahren Gründe dafür gar nicht aufdeckt. Denn es ist ja so, dass wir zwar in 10 Jahren etwa 0,1 bis 0,2 Grad Erwärmung haben weltweit. Darüber reden wir. Das ist die Klimakatastrophe. 0,1 Grad bis 0,2 Grad in 10 Jahren, also in 100 Jahren 0,1 bis 2 Grad. Und hier stellen wir jetzt fest, wir haben eine Erwärmung, insbesondere auch in Europa. Und
Das hat aber mit CO2 nichts zu tun und mit dem Klima auch nichts zu tun. Mit der Klimadebatte, mit dem Kern der Klimadebatte. Nichts oder wenig? Wenig zu tun, weil natürlich CO2 hat eine Erwärmung mit sich gebracht, aber weltweit. Aber wir haben noch zusätzlich etwas, was den Leuten nicht mitgeteilt wird. Und das müsste ja eigentlich die Politik tun. Wir haben in den letzten 30 Jahren einfach mehr Sonnenschein in Europa. Und zwar 300 Stunden mehr Sonnenschein seit 1985. Die Wolken sind zurückgegangen, haben sich verdünnt, lassen mehr Sonnenschein auf die Erde und dann wird es auch wärmer. Und das ist der größte Teil dieser Erwärmung der letzten 30 Jahre. Und da gibt es zwei Begründungen für. Und zwar nicht CO2, nicht diese sogenannte Klimakatastrophe, sondern die eine Begründung ist die Luft ist sauberer geworden. Wir haben weniger Staub seit 30 Jahren ausgestoßen. Und Staub war immer, nennt man Aerosole, waren immer Keimbildner für Wolken, bilden mehr Wolken. Mhm. So, das ist die eine Theorie. Bin eigentlich eher einer anderen Auffassung, denn wir sehen, dass wir einen 60-jährigen Zyklus des Atlantiks haben, der ist jetzt gerade in seiner richtigen Wärmephase, so wie er zwischen 1920 und 1950 war. Und dann hat er sich wieder abgekühlt und er hat sich wieder erwärmt und er wird sich auch wieder abkühlen. Und jetzt kommen wir in diese El Niño-Phase. El Niño kommt noch oben drauf. Das heißt, wir haben natürliche Zusammenhänge. Und das Schöne ist, wenn ich recht habe, und davon gehe ich aus, ich habe das ja auch publiziert, und das haben auch andere jetzt publiziert, Max-Planck-Institut Hamburg, Geomar in Kiel, die sagen, naja, der Atlantik wird sich in den nächsten 5 bis 30 Jahren dann wieder abkühlen, und dann um 0,5 Grad, und das werden wir sehen in einer Dämpfung. Und jetzt müssen wir doch eigentlich in Deutschland eine Debatte führen, ob das, was uns sozusagen jeden Tag eingeprügelt wird, wir stehen vom Ende der Welt, die Welt geht unter, die Klimakatastrophe wird uns alle umbringen, zu sagen, Leute, nee, wir haben neue Hinweise, dass es natürliche Prozesse gibt, die Klimaerwärmung, die unbestritten ist, aber in den nächsten Jahren dämpfen wird. Das müsste jetzt diskutiert werden. Stattdessen sagt Herr Lauterbach, wir müssen uns in Italien kann man sich nur noch in Kirchen aufhalten, weil es so schön kühl ist dort. Ja, das ist eine dümmere Politik, kann man sich wirklich vorstellen. Hier, also das ist wirklich belegt. Er hat gesagt, Kirchen sollten ihre Kühlräume sozusagen zur Verfügung stellen. Aber Herr Farnhold, wenn Sie das so sagen, Lauterbach ist natürlich eine Sache, aber wir bauen gerade unsere komplette Wirtschaft dementsprechend um, inklusive Deindustrialisierung, die droht aufgrund hoher Energiepreise, aufgrund erneuerbarer Energien statt fossiler Energien. Also das ist eine Kettenreaktion, die sehr, sehr viele Konsequenzen mit sich trägt. Ihrer Meinung nach? Ja, umsonst, oder? Die Deindustrialisierung, die wir jetzt schon sehen, wir haben ja einen Abbau der industriellen Produktion in Deutschland um 20% schon in diesem Jahr, die wird sich fortsetzen, weil wir einfach zu teuer in der Energieerzeugung geworden sind. Das Wegfallen von Kernkraftwerken, von dem billigsten Erzeugungsform, hat das nochmal verstärkt und wir haben einfach zu wenig gebaut, wir haben zu viel stillgelegt. Und Wind und Sonne können es eben nicht vollständig ersetzen, weil Wind und Sonne auch nicht jederzeit da sind. Und deswegen haben wir ein richtiges Problem. Und deswegen sage ich, wir sollten uns jetzt mal wirklich zusammensetzen und die Frage erläutern, welches Tempo ist denn eigentlich hier gerechtfertigt? Wird das der Atmosphäre eigentlich helfen, wenn Deutschland sich in den Abgrund stürzt und die 2%, die wir emittieren, weggenommen werden, aber China macht in dem gleichen Zeitraum noch mal 10% mehr. Weil sie Kohlekraftwerke bauen. Kohlekraftwerke ausbauen, natürlich. Die lassen sich eben als Entwicklungsland von der UNO und von dem Pariser Abkommen nicht sagen, sondern sagen, wir dürfen einfach so weitermachen. Und wir glauben, wir könnten die Welt retten. Und jetzt haben wir eine Erfahrung gemacht, das ist eigentlich das Schöne an diesem heißen Sommer, dass wir jetzt feststellen müssen, das kann man nicht mehr alleine mit CO2 erklären, sondern mit natürlichen Prozessen. Und das liegt auf dem Tisch. Ja? Wenn Sie den Wolkenrückgang sehen, der ist so dramatisch und die Sonneneinstrahlung. Wegen der sauberen Luft. Zum Beispiel wegen der sauberen Luft. Okay. Dann
müsste doch jetzt eine Debatte geführt werden, müssen wir jetzt wirklich versuchen, in jeden Heizungskeller zu steigen und den Menschen sozusagen ihre Existenz zu erschweren und die wissen nicht mehr ein noch aus und hätten aber eine Alternative, indem wir zum Beispiel sagen könnten, lass uns doch diese Heizungskeller-Arie jetzt einfach mal beerdigen. Und wir haben in Ostdeutschland eine Reihe von Braunkohlekraftwerken. Wenn wir die mit CO2-Abschaltung versehen, dann hätten wir unseren Beitrag für die Welt geleistet. Dann haben wir, dann, das würde das Zehnfache von dem geben, was Habeck da mit der Heizung machen würde. Und wäre viel billiger. Und wir hätten die, aber dazu braucht man Zeit. Mhm. Und wir haben aber offenbar den Eindruck, wir müssen unbedingt innerhalb eines halben Jahres, von zwei Jahren, drei Jahren bis 2030 die Welt retten. Und das ist der schwere Fehler der Politik. Aber die Politik fährt ja nicht mit voller Absicht oder Böswilligkeit das Land sozusagen an eventuell den wirtschaftlichen Ruin, nur um CO2-neutral zu sein, wenn es nicht notwendig wäre, Ihrer Meinung nach. Also ich würde schon unterstellen wollen, dass es viele Politiker gibt, die sagen, wir müssen beides tun, wir müssen den Wohlstand erhalten und gleichzeitig umbauen. Das wird aber nicht funktionieren. Deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen blauäugig, das ist die eine Seite. Mhm. Und da gibt es natürlich auch in der Politik die einen oder anderen, die sagen, egal was da passiert, wir müssen die Welt retten, auch wenn die Industrie dabei hops geht. Das hat der Ex-Staatssekretär Greichen ja von sich gegeben. Er hat ja gesagt, wenn die Industrie mit unseren hohen Strompreisen nicht klarkommt, ja, dann sollen sie doch nach draußen, sollen sie woanders produzieren, ja, in China. Und in China wird die gleiche Produktion ein Vielfaches an CO2 ausstoßen, weil der Strom, der dort gebraucht wird, ist ja auf Kohlebasis produziert worden. Das heißt, dann können Sie ungefähr einen Faktor 3 machen. Das heißt also, das Vertreiben von Arbeitsplätzen aus Deutschland heraus nach China oder in den USA führt sogar noch zu mehr CO2-Emissionen. Ist also nicht nur vom Steueraufkommen, von den Arbeitsplätzen falsch, sondern es ist auch klimapolitisch falsch, weil dann am Ende mehr CO2 ausgestoßen wird. Ich glaube aber, dass die Bundesregierung mit ihrem Heizungsgesetz so weit überrissen hat und so übergriffig geworden ist, dass sie sehr vorsichtig sein muss, wenn sie nicht noch weitere Teile der Bevölkerung verprellen will. Das haben wir ja gesehen, auf wie viel Intoleranz jegliches kleine Ändern sozusagen stößt. Ich möchte jetzt aber nochmal aufs Thema Hitze zurückkommen und vor allen Dingen auch auf diese Angstrhetorik, mit der da gearbeitet wird. Wir haben die Schlagzeilen gesehen und heute steht in der NZZ der treffende Titel: Der Hitzejournalismus eskaliert. Sehen Sie das auch so, Herr Ehlers? Sie sind ja der Rhetorikexperte. Ja, absolut. Also natürlich werden alle Medien sich derzeit darauf konzentrieren, mit Schlagzeilen da draußen, insbesondere in der Online-Welt, Klicks zu generieren. Und das machen wir natürlich nicht mit einer sauber sachlichen Nachricht, sondern in dem Augenblick, wo wir Angst triggern. In unserem Gehirn schaltet dann Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung an und der Mensch hat überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf seine kognitiven Fähigkeiten. Das ist das, was neurowissenschaftlich hier passiert. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich messe die Temperatur in Sizilien oder in der Toskana und die normale Lufttemperatur im Schatten ist eigentlich dieselbe, wie wir sie gerade in Castrop-Rauxel und Bitterfeld haben, dann ist das langweilig und keine gute Schlagzeile. Dann fange ich halt an und messe eine Kerntemperatur oder eine Bodentemperatur, die natürlich höher ist. Und zack, habe ich eine Schlagzeile. Als nächstes nehme ich eine Wetterkarte und färbe sie schön dunkelrot ein, mache immer wieder auf das Klimaergebnis aufmerksam und schon haben wir genau den Punkt, den wir haben, nämlich die Leute haben Angst. Und was machen wir, wenn wir Angst haben? Wir schauen, entweder laufen wir komplett weg und gehen in die Panik oder wir schauen eben ganz besonders hin und wollen wissen, was ist da los. Und das ist diese Rezeptur, die eine ideologische Bubble derzeit fantastisch bedient und die Medien einfach in Masse, zum Glück nicht alle, sauber mitspielen. Das funktioniert. Ja, wir hatten es gerade eingeblendet, das fand ich auch spektakulär. Geo hat getitelt, die haben einen Forscher zitiert, heißeste Woche seit mindestens 125.000 Jahren. Also ich meine, 125.000 Jahren, also da gab es auch keine Messung, da gab es gar nichts. Ja. Ja, diese Nachrichten, da haben Sie völlig recht, sind
besser zu vertreiben als zum Beispiel die Nachricht dieser Woche. In Südafrika hat seit 10 Jahren zum ersten Mal wieder geschneit. Mhm. Wir haben einen wirklichen Extremfall. Es gibt wirklich Bilder aus Südafrika, wo die zum ersten Mal Schnee erleben. Die Südhalbkugel ist sehr kalt. Und das heißt, also die Globaltemperatur hat sich überhaupt nicht verändert. Aber wenn die Klimawissenschaft recht hat, dass es ja nur um die Globaltemperatur geht, denn CO2 wirkt sich ja überall aus, dann müsste eigentlich ein redlicher Journalismus sagen, ja, bei uns ist es jetzt ein bisschen wärmer, aber dafür ist es woanders ein bisschen kälter. Das ist Wetter und nicht Klima. Aber das hat man doch auch überall gelesen, heißeste Woche weltweit. Ja, aber das ist nicht richtig. Wir haben natürlich eine Erwärmung, das ist schon klar. Aber wir haben in Amerika zum Beispiel, der ganze Osten Amerikas bibbert vor Kälte und hat keinen richtigen Sommer. Und wie ich schon sagte, der Durchschnitt hat sich jetzt im letzten Jahr gerade mal um 0,1 Grad nach oben erhöht. Insofern ist es wärmer geworden, aber doch nicht das, was uns da suggeriert wird. Uns wird doch suggeriert, dass wir kurz vorm... Also die letzten Meldungen, ich glaube letzte Woche war es Montag, Dienstag, die heißesten Tage, die es je gegeben hat auf der Welt im Schnitt von der Durchschnittstemperatur. Ich glaube 17, irgendwas Grad. Falsch. Das will ich jetzt nicht sagen. Diese Mittlung ist nicht richtig. Das war diese 17,4 Grad basierte auf einem Rechenmodell. Es war jetzt nicht die offiziellen Messstationen, die man auf der Welt hat. Und die werden ja gemittelt und die werden monatlich auch veröffentlicht. Die werden sogar täglich veröffentlicht. Und sieht das dann schon etwas anders aus. Und wir dürfen eins auch nicht vergessen, wenn wir Mathematiker und Klimaforscher einmal nebeneinander setzen, dass die eventuell zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Denn der Klimaforscher versucht aus Zahlenmaterial, das ihm zur Verfügung steht, vorauszusehen, aber eine Vorausschau zu machen in einem System, das gar nicht berechenbar ist. Denn Klima ist in der Tat nicht nur ein kompliziertes, sondern auch ein komplexes System. Und den Mathematiker möchte ich finden, der präzise Vorschauen macht in diesem Bereich. Wenn es aber tatsächlich wärmer wird und wir messen das, dann wünsche ich mir einfach von der Politik, dass sie die Ideologie verlässt, was ihr derzeit schwerfällt, weil eine ideologische Partei einfach mit an der Macht ist und anfängt, mal ganz kluge Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise unsere Züge mit Klimaanlagen auszustatten, in die Alten- und Pflegeheime zu gehen, in die Kindertagesstätte zu gehen, dafür zu sorgen, dass wir Klimageräte haben, so dass die Menschen gesund durch den Alltag kommen. Dann wäre ich mit der Politik zufrieden, ebenso Bodenversiegelung. Wenn der Asphalt aufplatzt, dann müssen wir etwas davor dagegen tun, dass er aufplatzt, damit wir nachher nicht teure Reparaturmaßnahmen haben. Alles das passiert nicht. Was wir erleben, ist eine rein ideologische Diskussion. Hier wird mit Begrifflichkeiten, rhetorischen Framing gearbeitet, das uns nur davon abhält, eine Diskussion an der Ebene zu führen, wo wir tatsächlich traghafte Entscheidungen treffen können. Ja. Und ich höre Frau Stockmann schon schnaufen. Sie haben ja auch einen Artikel geschrieben, der Sommerschreck im Hitzeschutzraum. Ja. Karl Lauterbach feiert sein Comeback als Sommerschreck und die Länder und Kommunen ziehen nach. In Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen wurden jetzt 7 Hitzeschutzräume eingerichtet. Ja, man kann es sich doch kaum vorstellen, oder? Also dieser ganze sogenannte Hitzeschutz ist für mich nichts anderes als eine politische Kampagne. Also ich habe wirklich das Gefühl, es geht um Corona 2.0. Sie haben das gerade auch sehr schön dargelegt. Es hat nichts mit Realpolitik oder irgendeinem wirklichen Problem zu tun. Ganz im Gegenteil, wir haben so viele Probleme gerade, egal ob Bildungsnotstand, Pflegenotstand, Migrationskrise, was weiß ich. Also die Politik hat eigentlich alle Hände voll zu tun und wir richten, oder besser gesagt die Stadt Castrop-Rauxel richtet irgendwelche Hitzeschutzräume ein. Und Bei relativ normalen Temperaturen. Normalen Temperaturen. Dafür ist Zeit. Also die Vizefraktionschefin der SPD in NRW hat das jetzt auch zum Klassenstandpunkt erklärt, den sogenannten Hitzeschutz. Also nicht wortwörtlich, aber es ist das, was dann das Ergebnis wäre. Ja, die alten, kranken, Schwachen leiden mehr unter der Hitze. Die müssen wir ja auch unterstützen. Also mit so etwas befassen sich Politiker in der heutigen Zeit. Und um nochmal auf diese 48 Grad zu sprechen zu kommen, ich finde, es ist doch ein absolutes Unding, dass sogenannte seriöse Medien die Bodentemperatur als Lufttemperatur ausgeben. Ja. Und wenn das richtig gestellt wird, dann ist es auch nichts weiter als Augenwischerei. Und naja, Karl Lauterbach hat mal wieder bewiesen,
dass er, wie soll ich das sagen, offensichtlich seiner Aufgabe auch nicht gewachsen ist. Denn wenn es angeblich so schlimm wäre in seinem selbstgewählten Urlaubsdomizil, könnte er jederzeit wieder zurückfliegen. Aber das tut er nicht. Also frage ich mich, was macht er dann den ganzen Tag, wenn es so schlimm ist in Italien? In der Kirche. Eigentlich, in der Kirche, ja. Und da kommt er gleich und macht einen Aufkleber hin. Das wird jetzt unser nächster. Hat Castro Brauxel tatsächlich 6 Kirchen? Also das ist ja spannend. Nee, das ist das Rathaus, soweit ich weiß. Öffentliche Räume, Verwaltungsräume, also 7 an der Zahl haben das bis jetzt zur Verfügung gestellt. Man kann dann sitzen, ein Glas Wasser kriegen und sogar von der Stadt einen Aufkleber, damit dann der hitzegeplagte Bürger, wenn er durch die Fußgängerzone taumelt, sieht, oh, ein Hitzeschutzraum, dann kann ich da hin und ein Glas Wasser kriegen. Großartig. Vor allen Dingen bei den 18. Edeka werden die Kühltruhen aufgemacht. Ja, warum nicht? Heute sind schon einige Medien zurückgerudert und haben es klargestellt. 48 Grad war vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Ja. Ich habe dann gesucht, weil es in meinem Hinterkopf gedämmert hat, 48 Grad Bodentemperatur, heißer Boden, da gab es doch was. Und bin auf eine Meldung gestoßen von vor 20 Jahren. In der Türkei war es dort so heiß, ich glaube Lufttemperatur 44 Grad. Auf jeden Fall war der Boden so heiß, dass man ein Spiegelei dort braten könnte. Da sind wir weit davon noch entfernt, weil um ein Spiegelei zu braten, braucht es mindestens eine Temperatur von über 70 Grad Celsius. Ja. Wir kommen zu einem anderen Thema. Der Rat der deutschen Rechtschreibung hat sich getroffen, um über den Genderstern und den Doppelpunkt zu debattieren. Mit dem Ergebnis, Sonderzeichen nicht ins amtliche Regelwerk aufzunehmen. Ich glaube, es müsste heißen, noch nicht, denn es gibt keine endgültige Absage, sondern nur den Verweis darauf, man wird es weiterhin beobachten. Mhm. Nächstes Jahr werden Sie wahrscheinlich wieder tagen, so wie es in den vergangenen Jahren auch schon war. Dann werden Sie wieder hin und her rätseln, oh, soll das jetzt aufgenommen werden oder nicht? Mal gucken, wie es im nächsten Jahr aussieht. Aber auch da hat man ja das Gefühl, etwas, was die Mehrheit der Bevölkerung ablehnt, wie zum Beispiel die Gendersprache, was Umfragen immer wieder bestätigen, soll einfach künstlich dem Volk übergebraten werden, koste es, was es wolle. Ja, je nach Umfrage sind so 70-80%, die das ablehnen. Wie bitte? Wie bei der Kernenergie. Da haben wir auch 70% Zustimmung und die Bundesregierung macht trotzdem das Gegenteil. Nur, dass es bei der Kernenergie wirklich mal andersrum war, hier beim Gendern nicht. Nie, ja. Und man kann ja nur von Glück sagen, dass das Deutsch, die deutsche Sprache nicht nur den Deutschen gehört, sondern auch den Österreichern und den Schweizern und auch der Minderheit in Belgien, der deutschen Minderheit. Die haben alle da auch ein Wörtchen mitzureden und die werden diesen Schwachsinn hoffentlich so weit wie möglich verhindern. Hoffentlich. Herr Ehlers, Sie als Rhetorikexperte, befürworten Sie das Gendern oder nicht? Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Zum einen bin ich Dozent an den St. Gallner Management-Schulen, wo ich seit 15 Jahren die sogenannte C-Level, also die oberste Ebene des Managements aus Deutschland, Österreich und der Schweiz trainiere. Ich habe 15 Seminarteilnehmende pro Seminar und 0,8 Frauen. Und dass wir hier ein Problem haben, glaube ich, ist ganz, ganz offensichtlich. Und ich wünsche es mir als Vater von 2 Töchtern auch wirklich anders. Und ich bin zugewandt dem natürlichen Gendern. Wenn ich auf die Bühne gehe und ich sehe im Publikum 2 Geschlechter, dann darf ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nur, dass wir das mal klarstellen, das ist bereits Gendern. Genau. Und gegen diese inklusive Sprache hat sich dieser Rat auch nicht gegengesprochen. Mhm. Wo sie allerdings ein Problem haben, ist, dass BürgerInnen-MeisterInnen-Problem, dass wir hier jetzt zweimal Sternchen setzen, weil das natürlich unsere Sprache komplett zerstört. Was mich stört, ist, dass wir eine Diskussion haben, die inzwischen so emotional aufgeladen ist, dass wir nicht mehr dahin kommen, nach einer tragfähigen Lösung zu suchen. Weil was passiert? Dadurch, dass diese Diskussion ideologisch aufgeladen ist, ist jeder, der jetzt auch nur wagt zu gendern, sofort der linken Woken-Szene zugeordnet. Was bedeutet, wenn ich das jetzt hier in dieser Sendung machen würde, in der letzten Sendung habe ich das an einer Stelle gemacht und vielen Dank für die zahlreichen YouTube-Kommentare. Sie haben mich sehr amüsiert, wie dort geschimpft wurde. Ich bin kein Freund des Durchgendern und schon gar nicht des Gender-Sternchens. Wir können aber gar nicht mehr diskutieren, weil wir einfach nur noch in den verschiedenen Bubbles denken. Und hier ist eine Versachlichung der Diskussion, wie sie notwendig wäre, absolut nicht mehr möglich. Heute bin ich definitiv gegen das Gendern in dieser Form, wie es vorgetragen wird. Wir müssen uns lösen davon.
Und vor allen Dingen müssen wir den Menschen einfach mal verständlich machen, dass es einen Genus und einen Sexus gibt. Das Genus haben wir, die männliche Ansprache ist ein Sprachkonstrukt und kein geschlechtliches. Also es hat nichts mit Geschlechtsteilen zu tun. Mhm. Wenn ich sage, der Baum, ist dieser Baum nicht männlich. Zu Deutsch, er hat keine Brüste, er hat nichts unten hängen, sondern es ist einfach nur ein Baum. Und es gibt eben die zweite Ebene, das ist der Sexus. Hier sprechen wir über Geschlechter. An diesem Tisch zu sehen, wer hier Mann ist und wer Frau ist, mehr als offensichtlich. Und dieser Unterschied, der ist einfach derzeit nicht in der Diskussion integriert. Das wird nicht diskutiert, es wird ideologisch aufgeladen und deshalb werden wir nicht zu einem Ergebnis kommen. Und ich finde es gut, dass dieser Rat so entschieden hat und gegen den politischen Willen, denn ich bin schon der felsenfesten Überzeugung, dass dieser Antrag an den Rat gestellt wurde, damit es umgesetzt wird. Aber hier hat sich die Vernunft und die Wissenschaft endlich gegen die Ideologie durchgesetzt. Ich möchte Ihnen einen O-Ton vorspielen von Philipp Hübel, Philosoph. Der hat die Entscheidung wie folgt eingeordnet. So 70-80% der Deutschen sind nicht dafür, dass wir in der Öffentlichkeit gendern. Es haben so 6 sehr, sehr große Umfragen gezeigt. Manchmal sogar nur 90% sind nicht dafür. Und die Gruppe, die sehr stark dafür ist, hat 5 Merkmale. Es sind Frauen eher als Männer, Junge eher als Alte, Gebildete eher als Ungebildete, Städter eher als Leute, die auf dem Land leben und Leute, die sehr links im politischen Spektrum sind, als die, die sehr rechts sind. Und daran sieht man schon, es ist sozusagen die junge, gebildete, urbane, linke, progressive Frau, die gendert. Aber interessanterweise zeigen auch Studien, diese Frauen bestimmen den Sprachwandel. Ja. Es ist ein spannender Punkt, weil es sich eben auf Dauer durchsetzen wird, sagt Herr Hübel. Die gute Nachricht an alle Gender-Gegner ist, in dieser und in der nächsten Generation vermutlich noch nicht. Die übernächste ist dann aber dran. Aber jetzt, worüber wir jetzt sprechen, ist eine natürliche Entwicklung in der Gesellschaft. Und die dürfen wir begrüßen, weil wir sie annehmen. Okay, Sie glauben also, es kommt? Ich glaube, dass es kommt in der übernächsten Generation. Dann liegen wir schon alle unter der Erde. Aber also ich finde, was bei dieser ganzen Gender-Debatte immer völlig unter den Tisch fällt, ist, dass es ein totales Elitenprojekt ist. Absolut. Also die Gendersprache kommt aus dem Feminismus. Also eigentlich, wie da schon besprochen wurde oder angesprochen wurde, akademisch gebildete, also linke Akademikerinnen, Feministinnen haben sich das ausgedacht sozusagen oder haben es ins Rollen gebracht. Und das ist ein totales elitäres Überstülpen von irgendwelchen Sprachvorstellungen auf die Gesamtbevölkerung. Und wir sprechen hier ständig von Machtstrukturen und von Teilhabe und Inklusion, aber es ist das komplette Gegenteil. Und deswegen frage ich mich, mit welchem Recht fordert eine winzig kleine akademische Elite so ein sprachpolizistisches oder was heißt polizeiliches Verhalten ein? Also das kann doch nicht sein. Und mit welchem Recht soll man das begrüßen, wenn immer wieder die Leute sagen, sie haben überhaupt gar keine Lust aufs Gendern, sie möchten das nicht, es widerspricht ihrem natürlichen Sprachempfinden. Mit welchem Recht? Und es ist, es gibt auch überhaupt gar keine Belege, dass das in irgendeiner Form nutzen soll. Absolut. Und richtig. Sprache, bis jetzt hat es immer hervorragend geklappt, dass Sprache sich von unten nach oben entwickelt, dass da kein Polizist stehen muss. Sondern, dass, wenn es jetzt hier Bedarf gäbe und wenn wir hier nicht mehr wüssten, wer Männlein und Weiblein ist und so weiter, dann würden automatisch wir unser Sprechverhalten ändern. Und dann würde sich das so entwickeln. Kennt man ja auch aus der Jugendsprache und dergleichen. Und das geschieht hier nicht. Also mit welchem Recht soll so ein elitäres Sprachverhalten? Darf ich das nochmal unterstreichen? Ja. Also das, was Sie sagen, ist vollkommen richtig, dass es sich von unten nach oben entwickelt. Aber die Meinung von unten wird eben auch von oben beeinflusst. Mhm. Nur das ist eben ein Prozess, der über Generationen passiert und nicht aufdoktriniert werden darf von einer ideologischen Bubble. Deswegen wird das in 2 Generationen passieren. Da können wir uns zurücklehnen. Und das ist genau diese Entwicklung, die Sie ansprechen. Und die passieren wird. Sprache verändert sich immer und aus meiner Sicht eben auch zum Guten, wenn der Wille gut ist. Das, was jetzt passiert, dass es aufdoktriniert wird, das führt zu großen Problemen. Ich habe mal Zahlen mitgebracht. Gerade Menschen mit geringer Lesekompetenz haben das Problem, wenn sie mit Gendersternchen konfrontiert werden, dass sie noch mal 40% größere Schwierigkeiten haben, überhaupt zu lesen. Das heißt, wenn es durchgesetzt werden würde, haben wir noch mal eine größere Ausgrenzung zwischen den intellektuellen Eliten und einer nicht gerade kleinen Bubble, die wir in der Gesellschaft haben, die einfach ein Bildungsproblem hat. Selbst bei geübten Lesern verringert sich die Lesegeschwindigkeit und die Lesemotivation massiv. Das heißt, wenn wir das in die Sprache tatsächlich einbringen, werden wir es auch zukünftig mit weniger Bildung zu tun haben, weil wir weniger motiviert sind und in einer geringeren Geschwindigkeit lesen. Deshalb ist an dieser Stelle klipp und klar zu sagen, eine
absolute Fehlentwicklung, die dort stattfindet. Mhm, ja. Und vielen Dank an den Rat für eine kluge, wissenschaftlich fundierte Entscheidung. Naja, entschieden, Sie haben es zumindest mal aufgeschoben. Ja. Und einen Punkt möchte ich da auch noch mit reinbringen aus meinem privaten Umfeld. Ich habe eine Spanierin kennengelernt, die arbeitet als Physiotherapeutin und betreibt auch Korrespondenz mit den Patienten. Dann hat ihre Chefin darauf hingewiesen, du schreibst schon ganz passabel, aber wir gendern hier. Und die hat die Welt nicht mehr verstanden, weil sie jetzt keine Ahnung mehr hat, wie man schreibt. Und das ist doch auch ein Problem, oder? Das ist ein massives Problem, weil hier eben wieder Ideologie in den Alltag eingreift. Mhm. Nur einfach mal ein Gegenbeispiel, das übrigens auch von Herrn Hübel stammt, den Sie gerade eben im Ton eingebracht haben. Länder, die kein generisches Maskulin kennen, wie beispielsweise die Türkei, die türkische Sprache oder eben Farsi, was persisch ist, die haben ja bekanntlicherweise dieses Problem der Gendergerechtigkeit überhaupt nicht mehr. Also dort ist ja die Frau, wie wir wissen, in den türkischen Ländern und in den persischen Ländern absolut auf Augenhöhe. Ist das Ironie lustig? Funktioniert nicht im Fernsehen. Ja, aber ein anderer Punkt, den möchte ich noch ansprechen, das schauen wir uns auch mal an. Und wir als Team, als Fernsehgartenteam, haben aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass jede Menge Positives los ist in der deutschen Singer-Songwriter- Innenszene, ja? Und in genau diese, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Warum triggert das so viele Leute? Warum berührt sie das emotional, wenn gegendert wird im Fernsehen zum Beispiel? Es ist eine Sprachvergewaltigung. Ja, weil es tatsächlich von oben den Eindruck macht, dass es von oben gewollt ist und nicht sozusagen aus sich heraus sich entwickelt hat. Es ist eine Eliten- Bevormundung. Erziehung eigentlich. Genau, das ist es. Ich glaube nämlich nicht, dass es, ob Sprachvergewaltigung, ob da jetzt mal die kurze Pause drin ist, ob das jemand sagt, ist es mir egal. Um was es geht, was kommt bei mir an? Und bei mir kommt an, wenn ich nicht gender, mein Gegenüber schon, dann signalisiert mir das Gegenüber, es ist etwas moralisch erhabener, absolut, als ich es bin. Ich gender nicht, also ich bin etwas zurückgeblieben. Mhm. Es ist, was ich mache, das ist so ein bisschen vorgestern. Und ich glaube, das ist das, was die Leute provoziert. Vor allen Dingen dann auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, wenn die gendern, die nicht dieses Herabfallende auf den Zuschauer und dieses Belehrende. Ja. Und ist das aber auch für, wenn hier immer die Sprache ist von Eliten, auch eine gewisse Form von Sprachcode? Wenn ich mit dir rede, du genderst, Wir verstehen uns. Mhm. Sicherlich auch das. Du bist, keine Ahnung, links woke, je nachdem, wie Herr Hübel das eingeordnet hat. Ja. Ja, ich denke definitiv, das ist wie so ein Erkennungsmerkmal. Und es ist ja heute schon so, wenn man nicht gendert, muss man sich ja mitunter rechtfertigen. Natürlich je nachdem, vor welchem Publikum man spricht oder in welchen Kreisen man sich bewegt. Aber das ist natürlich dann wiederum auch eine Form von Gruppenzwang, ne? Also sag mir, wie du sprichst und ich sag dir, wie du tickst. Und es gibt auch ein paar Tricks, wie wir beispielsweise in der schriftlichen Kommunikation gendern können, wenn wir das für richtig halten und die Menschen einfach. Ich hoffe, jetzt kommen nicht die Studierende und so weiter. Nein. Genau, das Gender-Sternchen ist inzwischen auch aus der semiotischen Betrachtung, der Symbolbetrachtung einfach ideologisch aufgeladen und wird zu negativen Kommentaren sorgen. Ich habe diesen Test gemacht bei LinkedIn, habe einen Artikel mit Gender-Sternchen geschrieben und habe bösartigste Kommentare bekommen. Ich habe genau einen Monat später wieder einen Artikel geschrieben, habe dasselbe gemacht, macht nur kein Sternchen benutzt, sondern ein Schrägstrich hat keinen Menschen interessiert. Aber da sieht man doch auch, wie die Tendenz in der Bevölkerung ist. Warum will man Leute zu etwas zwingen? Mit welchem Recht? Es ist so übergriffig. Ja. Es gibt ja beim Gendern auch verschiedene Schreibweisen und da haben wir auch eine Umfrage dazu, wie die ankommt. Einen Moment. So, das ist jetzt extrem kleingedruckt, aber kurz gesagt, was die Leute massiv ablehnen, sind Sprechpausen bzw. Symbole. Was sie wiederum akzeptieren, ist die Nennung beider Formen, wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte. Das kommt wiederum bei fast 70% als sehr gut oder gut an, finden die Leute in Ordnung. Sprechpausen, da haben wir eben diese Abneigungen von bis zu 70%, aber auch, was gerade so knapp von 50% gut gefunden wird, ist diese neutrale Sprache wie die Studierenden, Demonstrierenden oder mein Lieblingsbeispiel, die ertrunkenen
Schwimmenden. Ja, komm, den Schwimmenden. Gab's das wirklich? Wir werden sehen in der Sommerberichterstattung. Irgendwann wird sicher, das wäre ja der Kracher, wird sicher vorkommen. Dass wir sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ärztinnen und liebe Ärzte, liebe Pilotinnen, liebe Piloten, meine Eltern haben das ganz einfach als gute Kinderstube beschrieben. Mhm. Und ich glaube, das reicht. Wir bleiben bei der Kinderstube, nämlich ist Eisessen im Freien zu obszön, vor allem wenn es Frauen machen. Das fragt sich SZ-Kolumnist Mohammed Al-Khalaf. Anstoß des Gedanken war der Besuch seines Freundes Ibrahim aus Syrien. Das Wetter war schön, sie gingen raus. Plötzlich fühlte sich Ibrahim unwohl. Der Grund: an einem Eis leckende Frauen. Früher ging es Mohammed genauso, da Syrien ein konservatives Land ist, wo das nicht erlaubt ist. Nun fragt er sich, ist Eisessen im Freien zu obszön oder sollten wir da nicht vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen? Wir haben da natürlich eine Kleinigkeit vorbereitet, weil es so heiß ist. Jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Okay, ja. Dankeschön. So macht die Diskussion vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Aber Männer dürfen doch in der Öffentlichkeit Eis essen. Ich habe jetzt ein Problem. Nur darum, Männer. Generell isst man Eis anscheinend, zumindest laut dem Autor, in Syrien zu Hause. Vor allen Dingen das Essen von Eis in der Waffel ist besonders obszön. Aha. Ich glaube, das hat was mit dem Phallus-Symbol zu tun. Aha, habe ich wieder was gelernt. Die Diskussion ist ja eine folgende. Inwieweit wären wir zum Beispiel bereit, unsere Kultur zurückzustellen, um aus Höflichkeit und Respekt vor anderen Kulturen da in Zukunft kein Eis zu essen mehr in der Öffentlichkeit? Ich denke, erstens ist natürlich etwas, Menschen, die im Exil leben, haben oft eine sehr, sehr romantisierendes Bild über ihr Land, in dem sie waren. Wenn wir jetzt mal nach Amerika fliegen und sprechen dort mit Menschen, die vor vielen Jahren lange Zeit in Deutschland waren, dann sehen die ein Deutschland, das es heute nicht liebt. Und ich glaube, dass Herr Al-Khalaf vielleicht auch Damaskus in einer Art und Weise sieht, wie es heute gar nicht mehr existiert und schon gar nicht existiert hat. Das ist das eine Problem. Das Problem ist auch nicht die Handlung Eis essen, sondern die Haltung, die dahinter steht, wenn da jemand ein Problem sieht. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir müssen konsequent und sogar robust verteidigen, was wir hier in unserer Welt haben und was wir hier in dieser Welt für richtig halten. Dass wir es richtig halten, in eine Eisdiele zu gehen und an einem Eis zu schlecken. Dass wir es für richtig halten, dass Männer, die es wollen und die sich so fühlen, andere Männer küssen und Frauen Frauen küssen. Dass das vollkommen in Ordnung ist, dass sie das in der Öffentlichkeit machen dürfen. Und dass eine Frau in Hotpants und Bikini am Strand auch an einem Eis schlecken will, so wie sie es will. Das ist unsere Gesellschaft, das ist unsere Kultur. Wir laden andere Kulturen herzlichst gerne ein, hier unser Gast zu sein und uns mit ihrer Kultur zu bereichern. Aber wir sagen klipp und klar an dieser Stelle, wenn dir das nicht passt, wie wir leben in der Öffentlichkeit, dann gibt's eine Tür, die nennt sich Grenze. Und durch die darfst du gehen, wenn es dir nicht passt. Wenn du hier bleiben möchtest, gewöhne dich bitte daran, auch wenn du einen innerlichen Schmerz hast, weil deine Kultur dir etwas anderes vorgelebt hat. Er hat es wie folgt umschrieben: In vielen konservativen Gesellschaften, dazu zählt Syrien in gewissem Sinn definitiv, wird speziell von Frauen erwartet, dass sie in der Öffentlichkeit eine zurückhaltende und respektvolle Haltung zeigen. Das Verspeisen von Speiseeis und anderen Mahlzeiten, die als phallisch geformt angesehen werden könnten, würden als provokant oder anstößig empfunden werden. Eine Banane sollte deswegen vor dem Verzehr in Scheibchen geschnitten werden. Für Karotten gilt Ähnliches, was schade ist, wo sie beim Reinbeißen so schön knacken. Ist recht lustig geschrieben, aber der Gute kam 2015 von Syrien nach Deutschland. Und er hat auch beschrieben, wie es ihm damals ging und er es auch als unangenehm empfunden hat. Und haben wir nicht verpasst, diese Diskussion zu führen mit den vielen, die zu uns gekommen sind, dass wir über deren Kultur sprechen und wo wir sagen, wie gehen wir damit um? Weil ich meine, das ist ja auch, für ihn ist das normal und das ist ja auch jetzt wenig verwerflich, nur wir müssen doch offen den Diskurs führen, wie wir denen das beibringen. Ja, also erstmal, das Zauberwort ist ja, er schreibt konservativ, die Wahrheit ist ja muslimisch geprägt, müssen wir mal sagen. Es geht um muslimisch geprägte Länder. Dann, die Debatte wird geführt, sie wird halt von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Sie wird nicht in den Mainstream-Medien geführt, sie wird in alternativen Medien geführt, zum Beispiel bei der Achse des Guten, für die ich ja tätig bin. Da wird schon sehr lange, also spätestens seit 2015, wird da über Integrationsprobleme debattiert. Und
Ich finde jetzt, ich möchte jetzt eigentlich nicht auf diese Ebene kommen, dass man allen Ernstes darüber diskutiert, ob es sich für eine Frau schickt, öffentlich Eis zu essen, vor allem so wie ich hier mit klebrigen Fingern, weil das Eis zerläuft. Aber das ist ja auf jeden Fall in dem Beitrag angelegt. Und klar, auf der einen Seite, die Gedanken sind frei, wenn ein Mann da irgendwelche erotischen Assoziationen hat, wenn eine Frau an einem Eis lutscht, dann soll er sie haben. Also er kann sich ja denken, was er will, aber eben dieses kulturell Verbrämte, wenn es um Menschen geht, die aus einer Kultur kommen, wo man wirklich zu Hause so ein Eis isst, weil es zu unanständig ist, das in der Öffentlichkeit zu tun, das sagt ja sehr viel aus über die Kultur und das sagt so natürlich, ne? Und da sind also wir beim Thema Benachteiligung. Wir haben ja keine Bringschuld, denke ich mal, sondern jeder, der zu uns kommt, weiß, wie wir uns verhalten und er kann sich ja auch informieren vorher und dann muss er sich auch entsprechend einfügen oder es sein lassen. Und umgekehrt wird eigentlich eher ein Schuh raus. Ist es nicht an der Zeit, sich dafür einzusetzen, dass in Syrien die Frauen das Eis essen können, ohne sozusagen dann gleich auch irgendwo von der Sittenpolizei gefasst und zusammengeschlagen zu werden? Das ist, und je mehr wir uns da diesem Appeasement stellen und sagen, ja, wir müssen Verständnis haben für die, die da zu uns kommen, umso mehr werden wir den Frauen in der Welt nicht helfen. Und aber glaube, müssen wir das eher umdrehen. Und wir schaffen das eben auch, indem wir die Länder feiern, die beispielsweise die Scharia lockern, statt ständig auf ihn einzuschlagen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es Dubai, die eine Handelszone geschaffen haben, Dubai Downtown, in dem es inzwischen sogar erlaubt ist, dass die Menschen sich küssen auf offener Straße. Vor vielen Jahren hätte das noch zu einer langjährigen Gefängnisstrafe geführt. Das heißt, diese Kultur ist auf einem anderen Entwicklungsstand. Und hier dürfen wir den Ethnozentrismus ablegen und das akzeptieren, dass sie auf diesem Stand sind. Und wir können ihnen von unserer Seite einfach positive Signale senden, wie sehr wir das feiern, dass das passiert. Und im Handel, in der Wirtschaft, die frei ist, passiert das eben auch. Und das ist sehr positiv. Und dann können sich auch andere daran gewöhnen. Ich möchte noch den Verständnisbegriff aufgreifen. Ist es nicht ein falsches Verständnis, wenn wir das gar nicht thematisieren? Ich habe da im Kopf Demonstrationen in Berlin, wo ich höre, from the river to the sea, Palestine will be free, im Grunde genommen, und andere Formen des Antisemitismus, der plötzlich wieder hier ist. Viele homosexuelle Gäste hier berichten mir, es ist eben nicht mehr Henning vom Tennisclub, vor dem sie Angst haben und der für Probleme sorgt, sondern es sind vor allen Dingen homophobe Zuwanderer. Ja, das müssen wir natürlich diskutieren. Insofern wäre ich missverstanden worden zu sagen, wir wollen darüber nicht diskutieren. Aber Sie können nur darüber diskutieren, aber, wenn Sie eine klare eine falsche Haltung Form haben, von wenn Verständnis. Sie sozusagen von einer klaren Haltung ausgehen und nicht den Versuch machen, ja, wir müssen da auf irgendwie uns kulturell an die zu uns kommenden anpassen, so wie das mal die grüne Ernährungsministerin gesagt hat, nicht? Wir müssen alle Türkisch lernen. Nee, das erwarten wir von unseren Gästen, dass sie Deutsch lernen. Vor allem, was heißt Ethnozentrismus? Wir haben einfach, wie Sie selber sagten, eine bestimmte Entwicklung in der Gesellschaft erreicht. Warum sollen wir die aufgeben für Zuwanderer? Das macht gar keinen Sinn. Und deswegen muss man an die Zuwanderer bestimmte Forderungen stellen. Und wenn sie die nicht erfüllen, dann können sie hier nicht leben. So einfach ist das. So einfach ist es. Umgekehrt, ich fahre doch auch nicht nach Saudi-Arabien und laufe nackt rum. Also kann ich, da komme ich wahrscheinlich einen Meter, dann werde ich schon verhaftet oder was weiß ich. Dann wird man mir sehr deutlich klar machen, dass das nicht geht. Aber umgekehrt weiß man doch auch andere Länder, andere Sitten. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man in irgendeiner Form von westlichen Nationen da ein Zugehen auf diese Kulturen erwartet. Ich meine jetzt keine Folklore, ich meine jetzt kein Falafel oder so etwas, also keine Gebräuche als solche, aber wenn es eben um Werte geht oder wenn es um Einstellungen geht, dann verstehe ich nicht, warum wir darüber diskutieren. Als nächstes können wir über die Menschenrechte diskutieren. Gibt es in anderen Ländern auch nicht. Und wenn die dann hierher kommen, sind sie vielleicht irritiert, dass wir Menschenrechte haben. Den Ethnozentrismus gibt es natürlich auf beiden Seiten. Und das ist die Kultur, die hierher kommt und sich daran stört, dass eine deutsche Frau in der Öffentlichkeit ein Eis leckt. In dem Augenblick, wo wir es aufgeben und sagen, wir akzeptieren die Gegenseite und hier mit Toleranz und humanistischen Grundgesetzen walten, in dem Augenblick zeigen wir den anderen, dass wir in der Lage sind, den Ethnozentrismus aufzugeben. Und in diesem Augenblick ist es eine Einladung an die andere Seite, dasselbe zu tun. Das ist etwas, das funktioniert, weil es ein spiegelhaftes Verhalten ist.
Stimmt. Das war doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und das war auch schon wieder stimmt. Ihr Nachrichtentalk, seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es immer montags und mittwochs. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Vielen Dank fürs Kommen. Es hat sehr gerne. Schöne Überraschung. Und Sie, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentarspalte. Teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch den von Frau Stockmann. Und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind, egal ob mit Eis, ohne Eis, wo Sie es lecken, wie Sie es lecken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.